Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Und es ist einer, wie er hier sagt, von den 10 Personen, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Paradies versprochen hat. An-Nawawi hat hier seinen ganzen Namen angeführt. Er sagt an Abi Ishaq, das ist seine Kunya, Abu Ishaq, das nennt man Kunya, der Name, der mit Ab oder Um oder ähnlichen Begriffen beginnt. Und dann kommt sein Name Sa'd ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Bei Kilab treffen sich er und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in ihrer Abstammung. Al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi, einer der Hadith-Gelehrten, der eine Alfiya verfasst hat zum Hadith. Ein Alfiya ist ein poetischer Text in 1000 Strophen, deswegen nennt man es Alfiya, 1000 Strophen zu einer Wissenschaft. Und er hat eine Alfiya im Hadith geschrieben oder in den Hadith-Wissenschaften. Darin sagt er: وَأَفْضَلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَكَانَةً وَمَنْزِلَةً مَنْ بُشِّرُوا بِجِنَانِ. Die vortrefflichsten, vorzüglichsten, ehrenhaftesten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer sind sie? Man bushiru bi jinani, jene, denen das Paradies versprochen worden ist. Also er meint damit insbesondere diese 10 hier, insbesondere diese 10 genannten Personen. Dann zählt er sie auf. Er sagt: Sa'idun, Zubayrun, Sa'dun, Uthmanu, Amiru. Sa'idun, Zubayrun, 2, Sa'dun, 3, Uthmanu, 4, Amiru. Dann nennt er die anderen Aliun oder Ali ibn Aufin, 6 und 7, Ali ibn Auf, Talha, wal Umarani. طيب. Sa'd ibn Waqqas hat sehr viele Vorzüglichkeiten. Er ist einer der frühen Männer, die den Islam angenommen hatten. Und er ist der Erste, der auf dem, wie sie sagen, awwal man rama sahman fi sabilillah. Er ist der Erste, der auf dem Weg Allah Ta'alas ein Pfeil geschossen hat. Der Allererste. Und Sa'd ibn Waqqas ist von den Muhajirun. Also er hat die Hijra gemacht von Mekka nach Medina.